Wartelisten muss die Berner Urologen AG zwar nicht machen, die Unterbindungen haben bei ihnen aber definitiv zugenommen. Sie behandeln hier Patienten aus dem ganzen Kanton Bern und mittlerweile auch über die Kantonsgrenzen hinaus. Wir haben ab Januar wieder problemlos Termine. Wir sehen eine Zunahme aber von der Vasektomie. Das nimmt klar zu im weiteren Verlauf. Und die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Also wir sehen auch schon Patienten, die von den Westschweizer Kantonen, namentlich eben Neuenburg oder eben auch vom Watt, überkommen. In der Urologieabteilung vom Spitalzentrum Biel lassen sich jährlich zwischen 120 und 150 Männer unterbinden. Ein Anstieg wie in den Westschweizer Kantonen ist hier aber nicht spürbar. Das Interesse ist nach wie vor gross. Wir haben viele Herren, die kommen, um das zu diskutieren. Aber es ist nicht so, dass wir überrennt werden und müssen da monatelange Wartefristen in Kauf nehmen. Dass die Vasektomie oder eben die Unterbindung beim Mann so gefragt ist, erklärt sich der Thomas von Rüthen folgendermaßen. Früher war die Verhütung klar ein Frauenproblem. Heute wird in der Familie drinnen diskutiert. Und die Vasektomie ist die einfachste Verhütungsmethode und sehr, sehr sicher. Und ich denke, das wird diskutiert und jetzt gibt es einen gewissen Shift, dass man sagt und sich gemeinsam entschließt, man macht die Vasektomie. Nach Zahlen vom Bund sind in der Schweiz zwischen 15 bis 20% der Männer unterbunden.